Wir befinden uns nun in der Bankstelle in Schniefis. Neben mir steht Harald Moosmann. Harald, wie lange bist du schon hier in Schniefis tätig? Dieses Jahr im Mai sind 10 Jahre. Ziemlich genau auf den Punkt. Und wie gefällt es dir? Perfekt, sonst wäre ich nicht schon 10 Jahre hier. Was ist die Herausforderung im Dorf, in einem kleinen Dorf Kundenbetreuer zu sein? Einmal, das Schwierige ist, man hat mit allen verschiedenen Geschäftsarten zu tun. Das ist aber auch das Interessante an der ganzen Sache, weil man hat vom Kleinsten bis hin zu der ältesten Leute alles und mit ihren Wünschen und Anliegen ist man da jeden Tag verschiedenartig gefordert einfach. Wir haben ein Ostergewinnspiel durchgeführt und hier haben wir die Gewinnscheine mit. Und Harald, du bist jetzt nun die Gewinnfee. Super. Und darfst drei Gewinner ziehen. Ist gut, das machen wir. Wir schütteln jetzt nochmal ordentlich. So, da lernen. Welchen Preis ziehen wir als erstes? Der Kinopreis. Der Kinopreis, okay. Schauen wir da mal, was wir so finden. Okay. Wir haben da einen Ganal Gernot aus St. Gerold. Aus St. Gerold, genau. Der Herr Ganal gewinnt einen Kinoabend für 4 Personen im Kino Bluts. Herzlichen Glückwunsch. So, dann fangen wir rein. Der nächste ist, das ist die Captain's Schifffahrt. Brunch, ja. Meinen Captain's Brunch, okay. Die Antwort ist richtig. Gewinnt der Geiger Rainer? Geiger Rainer, genau. Aus Bludenz. Genau, ja. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß am Bodensee. Und dann haben wir noch die Wiegutscheine. Genau. So, im Wert von 100 Euro. Gewinnt die Marlene Konzett aus Fontanella. Herzlichen Glückwunsch. Herzliche Gratulation. Harald, das Gewinnspiel war mit dem Gelben Mann. Wie ist der Gelbe Mann zu uns noch im Dorf und im Geschehen sichtbar? Wie schon gesagt, bei der Vereine. Wenn Vereine wollen, können wir gerne einen Gelben Mann zur Verfügung stellen, den sie bei ihnen auf dem Event aufstellen, dass man auch sieht, okay, Raiffeisen ist schon bei den Vereinen immer mit dabei.